I really appreciate that, man. Mann, Digga, ich hasse die langsam. Mann, Digga. Was sind das für Schüsse, Alter? Digga. Wie ist das möglich? Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ungefähr 500 Leute haben es mitbekommen. Ich habe aus Versehen auf Stream starten gemacht, als auf Aufnahme starten. Das heißt, ich habe gerade mein Intro, was ich eigentlich hochladen wollte, habe ich in meinen Stream gesagt. Also Freunde, ihr werdet dieses Video an einem Montag sehen. Heute ist Sonntag. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich FIFA 20 sehr doll mag. I like FIFA 20 sehr doll. Server sind gut, Gameplay ist gut, Spiel macht Spaß. Ihr müsst so viel wissen, ich habe die ersten zwei Tage gespielt Weekend League, bis wir dann verloren haben. Ihr werdet das ja alles im Video sehen. Und es geht nur, glaube ich, bis Samstagabend. Guckt dann einfach mal, wie viele Spiele ich gemacht habe. Und den Rest habe ich dann am Sonntag offstream gespielt. Freunde, vielleicht knacken wir ja die 10.000 Likes, das wäre Schmacko. Lasst einfach mal ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich weiß, ihr findet das witzig, wenn ich immer ausraste. Da werden, glaube ich, ein paar Ausraster dabei sein. Ich bin gespannt, wie Atta das geschnitten hat. Nächste Woche werde ich dann wieder schwitzen, Freunde. Es war ein Ausrutscher. Kann mal passieren. Aber die im Stream dabei waren, wissen, dass zwei von diesen Dingern... Genau, viel Spaß beim Video. Solange hier noch die Tots und so draußen sind, muss ich halt versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Oh mein Gott. 104 Millisekunden. Und ein richtiges Öler-Team. Hilfe! Oh mein Gott, Digga. Das wird hart. Das wird eklig, Digga. Ich hätte nicht gegen den in Rückstand gehen sollen. Wow, wie hat er den gehalten? Hilfe! Nein! Ich wusste es. Das wäre aber los gewesen. Robertson kann nicht passen. War eigentlich so gut gemacht. Oh! Ja, Eckentor, Digga. Was macht man denn? Ich schwöre, ich habe noch nie ein Eckentor gemacht. Der Gegner spielt richtig gut. Gönnt er noch einen Angriff? Ne. Anadolu Tat. Türkischer E-Sportler oder was? Dogu Yudi 7. Nein, Philippe Andersson. Ah, der macht immer das Gleiche. Das kannst du halt leider nicht verteidigen. Hat er gut gespielt. Der ist gut, Freunde. Ist ein 50-50-Spiel. Da ist halt bitter, wenn du in Rückstand gehst. Wir haben leider verloren, Freunde. Die Siegesserie reißt, aber der war gut, der Gegner. Also wie gesagt, da mit ein bisschen mehr Glück hätten wir vielleicht gewinnen können. Der hat es gut gemacht mit Mbappé. GG von mir. Schade, Freunde. Nico Müll mit 2 Euro. Machst du De Rosso? Nee. Der hat, glaube ich, nur 2 Sterne Recode, Freunde. Deswegen ist er leider nicht spielbar. In meinen Augen nicht spielbar. Warum geht die immer runter, genau wenn ich anfange zu starten? Immer wenn ich auf X drücke, geht die Latenz runter und ich kann es gar nicht mehr beeinflussen. Und da? Achso. Digga, was ist das denn für ein Scheiß? Wusstet ihr, dass ich übertrieben Angst vor Haien habe? Ich habe Angst vor Meeren und vor Haien. Also ich gehe in Meeren sehr ungern tief ins Wasser, weil ich immer Angst habe. Ich hatte als Kind immer Angst, dass mich irgendein Hai angreift. Bitte, bitte, nein! Ich krieg diesen Scheiß bei dich und du darfst hier nicht in Rückstand gehen. Das meine ich, der Gegner ist zum Beispiel wirklich nicht gut. Das merkst du einfach daran, wie er verteidigt und wie er angreift. Aber das könnte trotzdem ekelhaft werden. Das könnte trotzdem schwer werden, das Spiel. Guckt euch das doch mal an. Ja, wahrscheinlich bleibst du da am Ball. Digga, ich war doch da mit Vieira. Jawohl.
Hä? Eusebio! Und kein Rückpass! Nee, war kein Rückpass, Schiedsrichter. War kein Rückpass! Ich will voll gern gegen den in Führung gehen. Gute Ballannahme, Euse. Yo, Mann, Digga, hier ist EA drin in dem Scheißspiel. Hier ist EA drin, Mann. Wie geht der denn nicht rein? Ich schwör's euch, das merke ich schon wieder direkt, wie hier Karma ist. Otamendi, Otamendi. Ohne Witz, wenn ich hier in Rückstand gehe, das wird so scheiße. Mann, Digga, das ist nicht wahr. Ich schwöre, das ist nicht wahr. Das Spiel verlierst du gegen EA. Ich hab's euch gesagt, Alter. Da ist Momentum drin. Ich schwöre auf alles, da ist Momentum drin. Ich hab's euch gesagt. Von Anfang an habe ich euch das gesagt. Wie geht der rein? Digga, ich schwöre. Hier ist EA drin. Wie gehen denn die Bälle nicht rein? Ich verstehe das nicht. Ey, Eusebio ist so schlecht in dem Spiel. Otamendi knallt mich einfach jeden Zweikampf. Ich wusste, dass er das macht. Da haben wir's. Da haben wir's. Digga. Es ist so schlimm, wie dieses Spiel manipuliert ist. Ich hab den drin gesehen. Nein, nein. Nein. Oh, bitte sag mir, der wäre nicht reingegangen. Ja, ich glaube, der wäre nicht reingegangen. Ey, dieser Otamendi ist so gut. Bitte! Oh. Ich habe ganz, ganz schlimme Sachen im Urin, Freunde. Mann, ich hasse dieses Spiel. Wahrscheinlich hat er auf Gretchen gedrückt. Das war einfach automatisch. Dieses Spiel ist, es ist wirklich verkauft, Digga. Ich meine das ernst. Ich hab's von der ersten Minute an gesagt. Digga, wir stehen 8-2. Aber ich hole noch Elite 1. FIFA hat mich gestern ganz böse aufgeregt und ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, Freunde. Das war wirklich eine Verarschung. Ich will euch eine Situation nur zeigen, okay? Und dann könnt ihr mich verurteilen, wie ihr wollt. Da man einfach sieht, dass dieses Spiel geskriptet ist, hoch 10 aber. Ich war so aggro gestern und dann dachte ich mir, Digga, ich gucke mir das nochmal an und mir ist eine Situation ganz, ganz böse aufgefallen, wo man wirklich gesehen hat, dass das Spiel geskriptet ist. Guckt jetzt bitte selber, okay? Und jetzt, bitteschön, achtet auf Eusebio. Achtet jetzt auf Eusebio. Also, es steht 0-0. 29. Minute. Das war dieses Spiel, wo ich gesagt habe, EA hatte safe verkauft das Spiel. Hundertprozentig. Und jetzt guckt, was EA mit meinem Eusebio macht. Die schieben mein Eusebio, die nehmen den und machen den nach hinten. Hä? Guck mal, das ist ein safes Tor, oder nicht? An sich ist es ein safes Tor. Wieso kriege ich Maris ausgewählt? Hä? Ich hatte vor einer halben Sekunde, hatte ich noch Philippe Anderson. Und das ist ein Doppel-X-Pass, den kennt ihr wahrscheinlich. Und normalerweise muss ich jetzt Eusebio angewählt bekommen. Ich hab gar nicht eine andere Wahl. Und die geben mir Riyad Mahrez. Warum? Warum nicht Eusebio? Und warum geht jetzt Eusebio zurück? Guck mal. Bitte, Chat, das kann mir niemand erklären. Das ist so geskriptet. Warum geht Eusebio zurück? Ich schwöre auf alles, dass dieses Spiel geskriptet war. Ich habe es von Anfang an gesagt, vom Anfang an gespielt. Eusebio geht einfach nicht zum Ball. Und dann kassierst du so ein Gegentor hier. Guck jetzt, dieser Pass. Erstens, dass der Pass ankommt, ist fresh. Dass dieser Ball jetzt ankommt, ist fresh. Scheiß drauf. Okay, kennt man alles, kennt man alles. Denkt man sich gut. Hullet, 90er Hullet. Er läuft. Ihr müsst mal meine Facecam sehen von gestern. So, und jetzt kommt der Moment, wo ich den Ball erobern muss. Hundertprozentig. Jetzt. Was passiert?
Ja, das war so das, was mich gestern so krass abgefuckt hat. Nackenküssen-Merch? Yes, das ist das neue Announcement. Ach Leute, ich schwöre, diese Teams sind so lost, die ich die ganze Zeit abkriege. Wir stehen nicht mal gut und wir bekommen, also das ist ja nicht mal so ein gutes Team an sich, ne? Andere bekommen da wirklich Teams, wo ich mich frage, nicht alle, aber viele, wo ich mich frage, hä, was ist das für eine unfaire Scheiße einfach? Gestern die ersten 10 Spiele, wir spielen gegen 2 Pros, gegen 2 Stück. Ich weiß, dass viele jetzt mittlerweile Coins haben, ja, aber trotzdem spielen voll viele gegen loste Teams. Ich spiele die ganze Zeit gegen krasse Teams. Ich habe auch ein krasses Team, ja, aber mir geht es einfach darum, am besten wäre es wirklich, scheiß mal auf das Team. Du spielst wirklich immer nur gegen jemanden, der gerade in deinem Rang ist. 1:1. Dann suchst du, dann musst du halt länger suchen. Bitte nicht. Auch schon wieder ein Öler. Wieder ein Öler. Es ist so schlimm, ne? Ich hab auf Eusebio gespielt, ihr, auf Dings da, Richarlison. Ich schwitze jetzt um mein Leben. Gegen den werde ich hier nicht verlieren. Ich sehe mich schon bei Twitch. Ich sehe mich schon bei Twitch. Digga, ist Eusebio eigentlich vollkommen... Was ist los mit dem? Wenn der nicht reingeht, verklage ich dich. Ich hätte ihn verklagt. Ey, was ist mit dem? Ich schwöre, Chat. Was ist das für eine Ballannahme? Es ist verkauft. Maulig. Mach ihn. Oh mein Gott, da hatte ich krass Glück. Dreckspiel, Dreckspiel. Ich hasse FIFA 20 so krass. Wenn FIFA 21 nicht gut ist, dann werde ich PES-E-Sportler, ich schwöre. Ich werde nie wieder Vardy einwechseln. Nie wieder werde ich Vardy einwechseln. Das ist so schlecht. Ich stehe 11-3, ich fühle mich so, als wenn ich gerade, weiß ich nicht, gerade im WM-Halbfinale bin. Ich hatte jetzt, Real Talk, jetzt, Stand jetzt, schlimmeres Matchmaking als die letzte WL. Look jetzt. Look. Schon wieder ein scheiß Schwitzer, Mann. Eusebi, du bist ein guter Spieler, Digga, du brauchst dich nicht mehr beweisen. Du bist ein guter Mann, mach das, was du kannst. Mach das, was du kannst. Mach das, was du kannst. Das, davon rede ich. Mein Gott. Ja, okay, weiter. Ist nicht schlimm, Eusebio. Ist nicht schlimm. Der nächste sitzt. Digga, wie kann der nicht reingehen? Der nächste sitzt, Eusebio. Ist in Ordnung. Und jetzt kontern. Wie in den guten alten Tagen. Ja, Euse. Genau, genau. Lauf, Richard. Ey, Boateng ist so gut. Er ist der beste IV. Ich schwör's euch. Ich hab nur keinen Bock, den zu machen. Offensiv ist ja gut, ja. Defensiv ist ja, glaube ich, nicht gut. Ich muss 2-0 führen, Eusebio hätte 3 machen müssen. Dieser verkackte Van der Sar. Gute Ballername Mahrez. Ach, Digga, der ist. Mahrez und Robertson, das sind die zwei, auf die ich auch nicht mehr setze. Die unterstütze ich auch nicht mehr. Zweiter Torschuss, Mann. Zweiter Torschuss. Voll unverdient, ich sage euch ehrlich. Gut so, Euse. Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Das juckt mich jetzt. 2-mal. Ich habe 4-mal, ich schwöre, alle 4 hätten reingehen können. 2 sind reingegangen. Einmal Richarlison und einmal Eusebio. Das ist so krass, wie was meine Gegner für eine Trefferquote immer haben.
Jawohl, Digga. Das ist doch der Wischhalzer, den ich kenne. Kaltschnäuzig. Deswegen habe ich den auch so geliebt, Chat. Weil der wirklich immer alles eingeballert hat. Und das ist jetzt alles frei links. Robertson, ich bitte dich. Ich weiß schon vor 5 Minuten, dass ich den Pass gespielt habe. Und so oft kommt der nicht an. Richard? Deswegen liebe ich Richard doch. Wir haben vielleicht ein paar Probleme, aber ich sehe darüber hinweg. Digga, was haben meine Gegner für Trefferquoten? Bitte, Chat. Das ist so krass, ey. Sein dritter. Einfach alles drin. So ein Schmutzspiel, wow. Ich sag 4 Tots. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Alle haben Van der Sar oder Ter Stegen. Es war so lost schon wieder von euch, so finde ich. Vielleicht muss ich mir nächste WL wirklich mal Mbappé für Burst holen. Das funktioniert nicht, Digga. Es kann nicht sein, dass er sich so schlecht spielen lässt, diese WL. Patrick, ey. Mann, Digga, ich hasse die langsam. Ich entwickel voll den Hass auf Eusebio gerade. Ja, es ist schon wieder, Digga. Ich weiß nicht. Das nimmt einen so die Motivation, ne? Ihr werdet sehen, er wird einen Torschuss haben. Der erste Torschuss von ihm wird reingehen. Ich kombiniere mich da die ganze Zeit vors Tor. Ja, wie so ein... Und nichts funktioniert. Und er macht sowas. Mann, Digga. Was sind das für Schüsse, Alter? Da kann mir doch niemand sagen, dass dieses Spiel nicht verkauft ist. Digga, kann sein, dass mein Vater den WLAN-Stecker jetzt da zieht. Ich mein's ernst. Ich hab grad eine Tür gehört. Mann, Digga, warum kann Eusebio nichts mehr? Warum ist er so scheiße? Ich kann nichts. Digga, das ist. Ich war tausendmal besser. Ich kann nichts machen. Wer ist dafür verantwortlich für dieses Spiel? Wer hat es installiert? Wer hat es so programmiert? Die Mitarbeiter müssen das doch auch spielen. Die müssen das doch sehen. Ich krieg mich schon wieder nicht. Ich krieg mich nicht in den Griff, Digga, merke ich gerade. Das ist ein Wunder, dass ich noch nicht Schlimmes gesagt, also so richtig Schlimmes gesagt habe. Das ist gerade voll das Wunder. Mann, Digga. Die haben ein Rad ab, alle. Meine erste Niederlage war okay. Und Alisson ist der allerschlechteste Torwart, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Bei mir, Digga, da hätte Van der Sar schon wieder die Parade des Jahrtausends gemacht. Wäre ich einfach auf Twitch gegangen, Mann, vorhin. Wo ich gemerkt habe, dass es keinen Sinn macht. Hätte ich einfach auf Twitch gehen sollen, Digga. Hätte ich morgen einfach gestreamt, 10 Spiele, fertig. Ja, okay, ich hätte so oder so das eine Spiel noch gemacht. Aber die schwitzen ja hier alle um ihr Leben, Digga. Ihr werdet alle nicht ziehen, ihr... Das ist so krass, dass mir noch nichts rausgerutscht ist. So eine gute Selbstbeherrschung habe ich. Ich reg mich nie auf. Digga, wie ist das möglich? Heute ist es noch nie so schlimm wie sonst, wie irgendwo anders mal gewesen. Diese CPU macht mich alle. Diese CPU macht mich einfach alle. Die macht mich einfach alle. Ich dachte, der schießt ihn wieder an. Digga, ich wäre zu FIFA 21. Nee, okay, das darf ich nicht sagen. Das darf ich auch nicht sagen. Digga, die haben so Glück, dass ich so krass auf die angewiesen bin. Wow. Bin ich aggro, Digga. Bin ich gerade aggro. Und ich weiß, dass viele von euch mich aber fühlen. Viele finden es witzig, viele finden es nicht witzig. Aber worum es mir geht, ist, dass mich ganz viele verstehen. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Es verstehen mich die Leute, die sagen, ja, ich weiß, wie du dich fühlst, mein Freund. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß es ganz genau. Digga, dieser Eusebio, was der heute alles liegen gelassen hat, ist so schlimm, Alter. Richarlison ist richtig schlecht, diese Weekend League. Richtig schlecht. Eusebio und Richarlison, Digga, die kriegen nichts geschissen, die beiden. Dass ich das mal sage, ey. Ah, aber das ist sogar verdient. Ah, Digga,
du rufst niemanden an, du Knecht auf der anderen Seite. Du bist 14. Oh, ich verliere immer gegen jemanden, der diesen scheiß Hai hat. Ja, und der geht rein, Digga. Und der geht rein. Der hätte niemals reingehen dürfen. Ich bekomme genau die gleichen Gegner ab, als wenn ich zu Null stehen würde. Nur, dass ich nicht mehr so mich konzentriere. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin nicht bei 100% gerade. Wehe, der wird geblockt. Ja. Ich hole nächste Woche so krass 30-0, das habt ihr noch nicht gesehen. Digga, was? Aber das war meine Schuld. Ich dachte, das wäre schon zu Ende, das Spiel. Digga, ich werde nächste Woche kein Wort sagen. Ich werde spielen wie der letzte. Ich werde Tiefe 1, Digga. Ich werde denen alles zurückgeben, was sie mir diese Woche gegeben haben. Alles. Digga, ich werde da mir ein Team zusammenstellen. Die werden nächste Woche sehen. Dann werde ich jedes Spiel um mein Leben spielen. Ich werde auf Zeit spielen, ab der 75. Minute. Ist mir scheißegal, Digga. Dieses Spiel verdient kein... Nein, ich werde ganz normal 4-2-3-1 spielen. War keine Hand? War keine Hand. EA Sports, it's in the game. Ich sehe es schon wieder kommen. Digga, ich werde 4-2-3-1 spielen. Ich werde mir Gedanken machen. Ich werde diese nächste Weekend League, ich werde deren Mütter die Hand schütteln. Gold 2 gesaved. Ja, Freunde, das war's vom Video. Ihr habt gesehen, wir haben irgendwo bei 16.4 oder so aufgehört. Es ging nicht mehr, ich konnte psychisch auch nicht mehr. Ich habe dann den Rest Offstream gespielt, bis Elite dann am nächsten Tag. Also wir haben Elite geholt, zum Glück. Haben dann den Rest Offstream gespielt und keine Ahnung, Digga, was soll ich dazu sagen? Ich habe das alles versucht, ein bisschen mit Humor zu nehmen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, dieses Spiel mit Humor zu nehmen, selbst wenn man mal verliert. Nichtsdestotrotz, Freunde, werden wir nächste Woche wieder schwitzen. Ich werde mein Bestes geben. Ich versuche mich da ein bisschen mehr wieder zu konzentrieren. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, Freunde. Ich freue mich auf FIFA 21. Ich hoffe, ihr supportet das Video trotzdem. Lasst gerne alle ein Like auf das Video da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Thanks. Das war's vom Video. Perfekt. Ciao.